Die ASV-Bettgeschichten werden präsentiert von Möbel Finke. Das Erlebnis einrichten. Ihr Einrichtungsmarkt direkt an der A2. Eine neue Ausgabe ASV-Bettgeschichten bei Möbel Finke. Wieder mal aus dem Carré. Heute ganz besonderes Setting. Wir haben hier ganz viele Kuscheltiere rumfliegen. Der Lars ist da. Moin, Lars. Hallo. Ja, ich glaube, warum wir hier sind, ist klar. Es geht wahrscheinlich um deinen Sohn, ne? Es geht um meinen Sohn. Ich weiß zwar noch nicht, wie du hier reingekommen bist, aber das Bett hält noch. Das zeigen wir auch lieber nicht. Du warst auf jeden Fall viel eleganter. Genau. Wie war Ostern? Ja, war super. Nach dem Sieg in Ferndorf hatten wir natürlich eine schöne Stimmung im Bus und haben dann noch zusätzlich einen Tag frei bekommen von unserem Trainer. Und ja, ich denke mal, den hat jeder Spieler bei uns genossen. Ich war bei meiner Familie in Holland, habe da 2 Tage am Meer verbracht und ja, gestern ging es dann schon wieder los. Wie ist Ostern mit Familie? Ist da schon richtig Action mit dem kleinen Oscar? Es ist noch etwas ruhiger. Schokolade steht da natürlich total drauf. Aber mit Ostereier suchen hat er es noch nicht. Ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr soweit ist, dass wir dann wirklich mal anfangen können, Sachen zu verstecken. Also bist du dann der Osterhase? Nee, ich glaube, dafür haben wir den Opa. Die bieten sich da wahrscheinlich an, genau wie Nikolaus. Alles klar. Auch wenn es vielleicht ja dann ein bisschen hektischer ist schon mal bei dir zu Hause. Ist das so deine Entspannung außerhalb vom Handball? Ja, auf jeden Fall. Es ist schon schön, wenn man dann nach dem Training nach Hause kommt und ja, die Familie ist dann da und die freut sich dann, wenn man dann wirklich nach Hause kommt. Zusätzlich habe ich noch meine Uni. Da läuft auch alles super, da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und ja, das ist halt auch ein Grund, ja, das finde ich wichtig, dass man ein bisschen nebenbei noch neben dem Handball was macht. Und da habe ich halt 2 Sachen, Uni und Kind. Der Oscar ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, glaube ich, ne? Ja, der ist jetzt 1 Jahr und 8 Monate. Hast du schon eine Position beim Handball ausgesucht oder meinst du, er wird keiner? Ich denke, er wird Handballer, obwohl ich glaube, die Schwiegereltern wollen, dass er Fußballer wird. Ich tendiere dann doch eher zum Handball, weil es einfach, weil man nicht draußen stehen muss. Aber ich habe noch keine Position gefunden. Hauptsache, er wird kein Torwart, weil ich glaube, dann ist es auch, weiß ich nicht, dann brauche ich auch kein Handball spielen. Würdest du ihm denn dann eigentlich so deinen Lebensweg empfehlen? Ich meine, du bist ja als junger Kerl dann nach Magdeburg gegangen, aufs Internat. Genau, ich bin mit 13 nach Magdeburg gegangen und war da 5 Jahre im Internat. Es war schon schwierig von zu Hause erstmal weg. Hinterher hat es richtig viel Spaß gemacht, nachdem man da viele Freunde gefunden hat und jedes Wochenende neben dem Handball auch noch rausgehen konnte. Ich empfehle ihm das nicht, er kann sich das frei aussuchen. Er muss nicht Handballer werden, es wäre natürlich schön, wenn er neben dem Schulischen auch noch etwas Handball macht, vielleicht ob es auch noch einen anderen Sport hat. Aber ich lasse ihm da die freie Auswahl. Wie war das denn für dich in Magdeburg? Du hast schon gesagt, es war nicht so einfach mit 13, aber da lernt man wahrscheinlich auch richtig was, oder? Also jetzt auch fürs Leben, außerhalb vom Handball. Ja, auf jeden Fall. Als ich danach angekommen bin, da konnte ich wirklich alles schon. Ich war selbstständig, konnte Wäsche waschen, kochen, alles konnte ich eigentlich selber machen. Das ist schon ein, was man wirklich alles da gelernt hat in Magdeburg, wenn man wirklich alleine war. Man musste es ja machen, das hat ja keiner für einen gemacht. Und klar, man war mal froh, wenn die Eltern mal gekommen sind und ja, den Kühlschrank dann vielleicht doch mal voll gemacht hat, weil am Wochenende mussten wir uns halt wirklich selbst verpflegen. Ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich da schon viel gelernt und habe, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, in Hamm schneller zurechtzukommen. Wie waren die Betten in Magdeburg, so gemütlich wie hier? Nee, also wir hatten nicht so ein schönes Hochbett mit einer Rutsche. Würde ich für meinen Jungen vielleicht auch nochmal überlegen, sowas zu kaufen. Wir hatten ein ganz normales, einfaches Bett. Es war nicht sehr groß, aber es hat für mich doch noch ausgereicht, weil ich ja nicht der Größte bin. Jetzt steht dein Bett in Hamm. Hamm ist jetzt deine Heimat geworden, oder? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon 8,5 Jahre hier und fühle mich hier pudelwohl und kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Ja, ich denke mal, die nächsten Jahre werden auf jeden Fall hier noch, wird hier auf jeden Fall noch Handball gespielt und so stelle ich mir das auch vor. Und meine Familie unterstützt mich dabei und das ist natürlich auch ein Grund, dass man sich dann hier überall wohlfühlt. Du hast dein Studium angesprochen, bist ja an der HSHL. Erzähl mal kurz, was für einen Studiengang machst du? Ich studiere Technisches Management und Marketing und ja, die ersten 3 Semester habe ich super absolviert. Man muss ich wirklich sagen, neben Handball ist das immer nicht einfach, neben Handball und Familie. Aber ich glaube, meine Frau war auch etwas überrascht, dass das alles doch so gut läuft, weil sie hat mir von ihrem Studium erzählt und ja, immer, das lief wohl nicht so rund immer. Sie ist jetzt Lehrerin und ich glaube, das hat sie auch die richtige Wahl mit getroffen. Und ja, sie ist halt auch ein bisschen überrascht, dass das doch so gut bei mir läuft. Auf jeden Fall kann das die nächsten 2 Jahre so weitergehen. Nicht schlecht. Lass uns entweder oder spielen, dann kriegst du die gleichen Fragen gestellt wie die anderen. Ja. Bei der ersten Frage bin ich schon mal gespannt. Hund oder Katze? Auf jeden Fall ein Hund.
wir haben schon einen Hund in der Familie, das reicht aber auch. Ich glaube, privat würde ich mir keinen keinen Hund holen. Es reicht dann doch, wenn dann die Schwiegermutter einen Hund hat. Bier oder Wein? Mit der Frau Wein, mit der Mannschaft natürlich Bier. Natürlich. Mayo oder Ketchup? Bei einer Bratwurst würde ich eher sagen Senf. Bei Pommes ist es dann doch Ketchup und manchmal auch Mayo. Macht doch nicht so dick, ne? Spieleabend oder Disco? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Spieleabend mit der Familie, vor allem dann mit meinem Jungen. Was wird gezockt? Ja, zur Zeit, da spielen wir noch eher so mit dem Ball irgendwo hinwerfen und so ein richtiges Spiel haben wir noch nicht gefunden, was ihn interessiert. Warte ab, bis Mensch ärger dich nicht heiß wird. Ja, oder Monopoly. Oder das. Letzte Frage, Rock am Ring oder Tomorrowland? Ich glaube, keins von beiden. Keins von beiden? Nee, ist gar nicht für mich. Ja, ist wirklich dann doch lieber ein Urlaub. Die ASV-Bettgeschichten werden präsentiert von Möbel Finke. Das Erlebnis einrichten. Ihr Einrichtungsmarkt direkt an der A2.